zwar Interviewreihe Arasch im Gespräch. Heute mit Frau Professorin Michaela Liebert-Hundacker. Gerade seit der Corona-Pandemie, mit den vielen Lockdowns und den vielen Distance-Learning-Settings, ist immer wieder klar geworden und auch offensichtlich, wie sehr und wie wichtig die digitale Medienkompetenz heutzutage ist. Dann ist die Frage nun, wie steht es denn mit dieser Medienkompetenz, diese digitale Kompetenz in der Volksschule bei den ganz Kleinen? Wir sind hier in Krems, die Volksschule ist gleich nebenan. Da können wir vielleicht aus dem Alltag plaudern. Um das zu klären, habe ich eben heute Frau Professor Liebert-Hundacker eingeladen, als Expertin eingesetzt in der Schulentwicklung mit dem Schwerpunkt Medienbildung. Herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank. Und danke, dass Sie auch Ihre Zeit uns schenken. Aufgrund Ihrer Tätigkeiten und den Einblick, den Sie haben aus der Praxis, können Sie vielleicht am besten sagen, wie schaut denn der Referenzrahmen zur digitalen Bildung oder der Medienbildung in der Primarstufe derzeit aus? Ja, derzeit ist es diese Bildung in der digital vernetzten Welt und was hat das für Relevanz für unsere Schülerinnen und Schüler, vor allem in der Volksschule, ermöglicht folgende Bezugspunkte. Einerseits ist da der Grundsatzerlass zum Unterrichtsprinzip Medienerziehung, der in der letzten Fassung von 2012 vorliegt, wo einfach drinnen steht, Ziel ist der medienkompetente Schüler, die medienkompetente Schülerin, die sich einfach in dieser Welt orientieren kann, die diese Medien für sich selber nutzen kann, kritisch auch reflektieren kann, sich an Regeln halten kann und ganz einfach auch verantwortungsbewusst handeln kann. Das ist einmal der erste Bezugspunkt, der hier wichtig wäre, der uns auch in der Volksschule trifft, weil wir ja auch wollen, dass Kinder in dem Alter, die ja natürlich mit diesen Medien auch in Berührung kommen, sich ganz einfach hier auch handlungsmächtig fühlen. Im Lehrplan der Volksschule, der jetzt auch seine Gültigkeit hat, ist er auch im allgemeinen Teil ganz klar, kommt das Thema nochmal vor mit einem alten Wording, da ist noch die Rede von Kommunikations- und Informationstechnologien, also da steht es im Bildungsziel drinnen, dass ganz einfach diese Technologien auch zu den elementaren Kulturtechniken gehören und auch die Schülerinnen und Schüler diese erwerben sollen. Der Wermutstropfen steckt im Detail und da sind es die allgemeinen Bestimmungen und da wird darauf hingewiesen, dass das halt nur erfolgen kann aufgrund der ausstattungsmäßigen Gegebenheiten am Schulstandort und da wissen wir, dass das ganz verschieden an den Schulstandorten aussieht. Und der letzte Bereich im Lehrplan trifft dann noch einmal diese allgemeinen didaktischen Grundsätze und da steht drinnen, ich finde schon eigentlich der Hinweis auf das Potenzial der digitalen Medien auch für uns, um Lernräume zu öffnen, dass die Aktivierung und die Motivation der Schülerinnen und Schüler ein Punkt ist und dass sie ganz einfach auch die Möglichkeit bieten, zu individualisieren, zu differenzieren. Und dann haben wir auch gesagt, 2012, da muss es jetzt irgendwann einen Referenzrahmen geben, ein Kompetenzmodell. Wie wollen wir denn wissen, am Ende der 4. Schulstufe, 8. Schulstufe, 12. Schulstufe, was sollen denn die Schülerinnen und Schüler für digitale Kompetenzen haben? Und da hat man für die Primarstufe dieses Digicomp-4-Kompetenzmodell quasi festgelegt. Und können Sie uns vielleicht einige Beispiele nennen oder ein, zwei Beispiele zur Umsetzung diese Modelle in der Volksschule? Es gibt rund vier Bereiche in diesem Kompetenzmodell für die Volksschule und zum Beispiel auch an der Praxisvolksschule in Krems haben die Kolleginnen und Kollegen unter der Schulleitung sich ein Konzept überlegt, wie sie diese vier Bereiche umsetzen können. Ich werde jetzt einzeln nennen und dann ein paar praktische Beispiele geben, wie das auch funktionieren könnte. Also der erste Bereich im Kompetenzmodell ist Informationstechnologie, Mensch und Gesellschaft. Und da geht es darum, in den verschiedensten Fächern in der Volksschule den Bezug zu diesem Thema
herzustellen. Das heißt, wie kommen digitale Medien, überhaupt das Thema Digitalisierung in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler vor? Wie sieht das zu Hause aus? Welche Verbindungen kann man da schaffen? Ja, das geht bis hin zu, dass man schaut, was haben die Eltern für Berufe? Gibt es da auch einen Konnex zur Digitalisierung zum Beispiel? Und dass auch schon darauf hingewiesen wird, dass man diese Technologie verantwortungsbewusst nutzen kann. Und da kann man schon das erste Mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, wenn ich selber ein Handy habe, wo bin ich da auch im Internet unterwegs, brauche ich ein Passwort und so weiter und so fort. Mhm. Also das wäre erst der praktische Bezug. Dann ist der Bereich der Informatiksysteme, da geht es einfach darum, aus welchem Bestandteil setzen sich digitale Endgeräte zum Beispiel zusammen. Ja? Was brauche ich dazu, damit ich die nutzen kann, die muss ich aufladen und so weiter und so fort. Also das ist dieser große Bereich. Habe ich zum Beispiel bei mir am Schulstandort ein Tablet, ja? Wie kann ich das nutzen, oder ein Standgerät, also das wäre alles dieses Thema. Und auch, wie kann ich jetzt da Daten austauschen? Ja? Kann ich das in einen Online-Speicher geben, speichere das auf die Festplatte, weiß ich, was USB-Stick ist, oder wie schaut das auf einem iPad aus? Und der dritte Bereich ist dieser Bereich der Anwendungen, und da wird es ganz praktisch. Ich nehme das Beispiel her, natürlich ist das Buch zum Beispiel ein Medium, aus dem ich Informationen ziehen kann, kann man aber auch einen Podcast zum Beispiel anmachen. Wie finde ich das im Internet? Wie verwende ich eine Suchmaschine? Kenne ich kindgerechte Suchmaschine, damit ich Informationen bekomme, die ich für Referate verwenden kann? Kann ich zum Beispiel ein Präsentationsprogramm nutzen? Weiß ich, wie ich das zum Beispiel dann an die Frau Lehrerin, den Herr Lehrer abgeben kann? Wie würde ich das teilen im Internet? Was muss ich beachten? Also dieses riesige Thema gehört dazu. Und der letzte Bereich ist eigentlich der Bereich der Konzepte. Der ist für die Kinder besonders lustbetont. Da geht es zum Beispiel um die Nutzung von B-Boards, Blueboards, der erste Einstieg ins Programmieren, dass die Kinder einfach erleben, sie können hier Abläufe strukturieren, sie können die aufnotieren, können die in die B-Board zum Beispiel hineinprogrammieren, das geht auch natürlich online, und können dann anhand dieser Notizen, die sie sich auch gemacht haben, sehen, wenn ein Fehler, also wenn die B-Board nicht dorthin fährt, wo sie hinfahren soll, ja, wo ist denn hier der Fehler, und hier ganz konkret in diese Programmierung auch eingreifen und das abändern, bis hin, dass ich sagen kann, nach welchen Gesetzmäßigkeiten bewegt sich die B-Board. Das kann ich ganz praktisch im Turnsaal auch mit meinen Schulkameradinnen und Kameraden ausprobieren und die quasi steuern. Das heißt, da habe ich auch die Orientierung im Raum mit dabei, damit ich das bei den Konzepten dann oder mit den B-Boards umsetzen kann. Und die kann ich dann in Deutsch nutzen, wenn ich sage, fahr vom Unload, ja, wenn ich sage S zu dem passenden Bild, programmiere das, überprüfe das, also das kann ich eigentlich in allen Fächern einbinden. Super, das klingt schon spannend und teilweise fast schon aufwendig. Das heißt, auch die andere Seite, die Lehrerinnenseite, sollte natürlich die Kompetenzen haben, um diese ganzen Angebote auch zu präsentieren. Sie haben ja auch schon angedeutet, je nach Schulstandort ist es unterschiedlich, also sowohl vom Equipment, was vor Ort ist, aber auch von den Kompetenzen unter den Lehrerinnen. Daher die Frage, was hat das denn nun für Auswirkungen auch auf der Ausbildung, auf der Erstausbildung, und was für Angebote werden in der Fort- und Weiterbildung gemacht diesbezüglich? Es war spannend, 2012 wurden ja diese Kompetenzmodelle, Telekom 4, 8 und 12, entwickelt. Und man ist dann 2016 draufgekommen, ich mache das jetzt ein bisschen so sarkastisch oder besetzt das so, dass auch Lehrende Kompetenzen brauchen, digital kompetent sein müssen. Und dann hat man nachgeliefert, dieses Kompetenzmodell zum Thema digitale Kompetenzen für Pädagoginnen und Pädagogen. Ja. Und die Curricula in der Ausbildung wurden hinsichtlich dieser Kompetenzen oder benötigten Kompetenzen überarbeitet. Die wurden in die einzelnen Fachbereiche, Fachdidaktiken eingearbeitet. Oder bei uns zum Beispiel kommen sie noch einmal verstärkt im Schwerpunkt auch zum Tragen. Das ist das eine. Das zweite ist, in der Fort-Weiterbildung
müssen wir alle Lehrveranstaltungen auch taggen. Also das ist ein System im Kompetenzmodell, das geht von Armaturenniveau, ja, über digital Leben, Lernen und Lernen bis hin zur sogenannten digital inkludierenden Fachdidaktik. Das heißt, wie nutze ich digitale Ressourcen oder Tools, um meinen Unterricht, um meine Lehr- und Lernräume für die Schülerinnen und Schüler dann zu gestalten. Ja? Und wir taggen die Lehrveranstaltungen, so damit Lehrende genau wissen, wenn sie den DigiCheck-P, also da gibt es eine Selbsteinschätzung, einen Test gibt, wenn man den macht, in welchen Bereichen kann man sich da vertiefen. Und zusätzlich haben wir auch, das ist in Niederösterreich vor allem, kommt das zum Tragen, die Hochschullehrgänge digital kompetent in der Primarstufe, das sind so 6 ECTS, wo sich die Kolleginnen und Kollegen mit dem Fokus auf den eigenen Unterricht ganz einfach professionalisieren. Und das Schöne ist, wir haben das ein bisschen anders als die anderen Hochschulen, dass wir die nicht nur für die Berufseinsteigerinnen und Einsteiger anbieten, sondern wir haben da gemischtes Publikum aus den jungen Kolleginnen und Kollegen und aus den Erfahrenen, sage ich jetzt einmal. Und das ergibt eine tolle Dynamik. Und da schauen wir, was ist das Machbare, egal jetzt von meiner Ausstattung gesehen, was ist da gut umsetzen? Wie kann ich den Unterricht digital ergänzen, anreichern, damit ganz einfach ja dieser Bereich des Lernens der Schülerinnen und Schüler im Fokus steht und unterstützt wird. Okay. Und auf Zeit gesehen, was wird sich denn mit der Einführung der neuen kompetenzorientierten Lehrpläne im Bereich der Medienbildung in den Volksschulen ändern? Ich glaube, dass mit den kompetenzorientierten Lehrplänen hier noch einmal der Fokus ganz stark auf die Themen der Medienbildung, der informatischen Bildung und auch politische Bildung gesetzt wird. Das sind ja auch die wichtigen Punkte, wenn ich digitale Kompetenz sehe, dann ist ein Teil Medienkompetenz, informatische Kompetenz und der Kompetenz oder der Bereich der Anwendungen. Und die Unterrichtsprinzipien wird es so nicht mehr geben, sondern die werden ein bisschen modernisiert und aktualisiert und das sind die sogenannten übergreifenden Themen. Und die werden jetzt künftig auch zusätzlich in den Fachlehrplänen festgeschrieben. Das heißt, in Deutsch gibt es dann eine Fußnote, da steht drinnen, das wäre ein Bereich, wo man informatische Bildung dann nochmal integrieren könnte oder das wäre etwas für Medienbildung. Also wenn man dann Texte schreibt, Einleitungen schreibt, ja, war gerade dabei bei einer Informationsveranstaltung auch zu den neuen Lehrplänen, dann ist da definitiv bei Beispielen, Unterrichtsbeispielen auch in den Schulbüchern schon vorgesehen, dass man sagt, da ist jetzt nicht nur die Ansichtskarte dabei, sondern wie schreibe ich denn da jetzt eine Nachricht als E-Mail, was beachte ich da? Und da ist zum Beispiel Medienbildung, informatische Bildung mit dabei. Gut, wir spielen jetzt vielleicht zum Schluss nochmal Wünsch dir was. Sie als Expertin, was würden Sie sich noch wünschen? Reicht Ihnen das oder hätten Sie noch Verbesserungspotenzial im Auge? Was ich aus der Erfahrung sehen kann, ist, wenn Schulen sich als Team auf den Weg machen und sich ein Konzept zurechtlegen, dass sie über alle Schulstufen quasi legen, wo sie auch quasi fächerverbindenden, übergreifenden Unterricht, Projekt oder orientierten Unterricht ganz fix einplanen, dann können diese digitalen Kompetenzen als Querschnittsmaterie dazu tragen kommen, beziehungsweise muss man sich wirklich ganz genau überlegen, oder es ist hilfreich, zu sagen, welche Themen man in welchem Fach zum Beispiel ansprechen kann. Und da ist es so, dass so ein Plan ganz gut ist, ja, wo alle Kolleginnen ihre Materialien, ihre Erfahrungen auch mit einbringen und das bringt am meisten. Also das wünsche ich mir, dass ein ganzes Kollegium sagt, wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler zukunftsfit machen und da gehören einfach die digitalen Medien und die Möglichkeiten dazu. Ja. Und wir fördern und fordern da unsere Schülerinnen und Schüler und ich wünsche mir, dass die Lehrenden ganz einfach im Sinne der eigenen Professionalisierung sagen, wenn ich meine Schülerinnen und Schüler zukünftig machen möchte, dann muss ich mich in dem Bereich einfach weiterbilden, am Puls der Zeit bleiben und ich habe meine Toolbox, ja, meine Methoden, meine didaktischen Settings und meine erprobten Werkzeuge, die nutze ich. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich bin auch gespannt, wie die weitere Entwicklung der Medienbildung in der Volksschule vonstatten geht. Ich glaube, dass wir Nachholbedarf haben, ist mehrfach jetzt schon klar geworden in letzter Zeit, auf allen Ebenen eben. Und ja, wie Sie gesagt haben, gemeinsam
können wir es packen, und ja, das gilt uns dann darauf, dran anzusetzen an den Punkten und die Angebote auch anzunehmen. Und ja, liebe Frau Professor, lieber Gunter, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre spannenden Einblicke aus der Praxis. Das war es dann für dieses Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung.